Hallo Klaus, unser dritter Take. Unser erster war ja die unausgesprochene Geschichte. Der zweite war dein Leben, dein Traum. Oder mein Leben, mein Traum. Und heute unterhalten wir uns über Bedürfnisse. Bedürfnisse so ein bisschen im Unterschied zu Wünschen und zu Träumen. Magst du mir mal was über deine Bedürfnisse, deine Wünsche und deine Träume erzählen? Ja, Träume, Wünsche, Bedürfnisse, wenn ich mal die Reihenfolge so rum lege, wie ich es auch anfangen mag. Der Traum, der ja etwas Innerliches zum Vorschein bringt und der noch nicht das hat, was letztendlich eine Bewegung zum Außen, zum Vorschein bringen muss. Es ist das vor mich hin träumen, wo ich mich innerlich bewegen kann, wie ich letztendlich an der Stelle mag. Bei Tag und bei Nacht überall ist mir das möglich. Und doch ist es auch wichtig, dieses Hineinspüren, weil es ja trotz alledem innerlich etwas bewegt. Der Wunsch, der Wunsch, der sich zeigt, wir haben ja oft viele Wünsche, bedeutet auch, dass er etwas aus dem Traum heraus bewirken kann, dieser Wunsch, wobei dieser Wunsch auch immer noch etwas sein kann, was aus dem Mangelbewusstsein heraus zum Vorschein kommt und wo es auch schon wichtig wird zu erkennen, und da mag der gemeinsame Austausch, der Austausch mit Menschen, die sich dort auch sehr gut auskennen, sehr wertvoll sein, wirklich zu erkennen, ob dieser Wunsch, der dort zum Vorschein kommt, auch wirklich das ist, mit dem ich auch nachher nach außen zum Vorschein komme, das heißt, mit dem ich etwas zum Umsetzen bringen will, oder bewege ich mich da in eine Richtung, die mich vielleicht auch zu einem Abstellgleis bringt. Wenn es so wäre, ist es auch okay, denn spätestens dann ist die Erkenntnis da. Und doch mag es Möglichkeiten geben, dem zuvorzukommen, indem ich mich den Themen mehr und mehr annähere, gerade auch dem Traum, dem Wunsch, der daraus entstehen kann, und hineinzuspüren, was ist es für ein Wunsch? Ist es ein Wunsch, der mit etwas einhergeht, was nicht meins ist, was durchaus sein kann? Wir sprachen ja die Räume an, und ist es vielleicht kommt es aus einem Raum heraus, der gar nicht meiner ist? Das kann auch sein, dass dieser Wunsch, der da ist, gar nicht mein eigener Wunsch ist, sondern der aus einer ganz anderen Ebene zum Vorschein kommt. Auch das gilt es zu erfragen, zu entdecken. Und wenn wir beim dritten Punkt der Bedürftigkeit ankommen, dem Bedürfnis, das war der dritte Punkt. Das Bedürfnis bedeutet für mich, so wie ein inneres angestoßen werden. Also da kommt schon etwas klarer zum Ausdruck, was mich sehr schnell mit dem Wort Hingabe in Verbindung bringt. Und wenn Hingabe, das Gefühl der Hingabe so mehr und mehr in den Vorschein tritt, dann mag das auch ein Zeichen dafür sein, dass dieses Bedürfnis sich wirklich in dem Raum zeigen will, der da mit mir unterwegs ist, der meiner ist, mein Raum, da wo ich mich auch selbst angenommen fühle. Und Bedürfnis ist ein großer Begriff, ist ein großes Thema und bringt mich in kleinen Schritten, kann mich in kleinen Schritten Schritt für Schritt
dahin bringen, um mehr und mehr mit mir selbst in Verbindung zu kommen. Und wenn ich mit mir selbst in Verbindung komme, habe ich vielleicht einen trügerischen Raum umgangen oder habe ihn bereits hinter mir gelassen, weil ich erkannt habe, dass es das verbunden mit einem Wunsch vielleicht nicht gewesen ist. Okay, dann versuche ich dich zusammenzufassen und du sagst mir, ob es so stimmt. Träumen, das kann ich immer, das darf ich immer. Es ist eine Welt in meinem Kopf. Die kann ich einschalten, die kann ich ausschalten. Sie ist halt noch nicht hier, es sei denn, ich mache mich auf den Weg und setze Wünsche. Da kann ich enden wie des Fischers Frau. Wünsche mir aus Unbedachtheit eine lange Nase und dann habe ich sie. Ja, das erinnert mich an den Dalai Lama und sein Gebet: Oh Herr, bewahre mich davor, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Weil da spielt das Ego einem doch oft dann mal einen kleinen Streich. Mhm. Oder es spucken Konditionierungen rein, Glaubenssätze, übernommene Geschichten der Familie, der Eltern, von Freunden, Wertesysteme, die gar nicht die eigenen sind. Und man versucht, Dinge zu materialisieren als Wunsch, die fernab der eigenen Seelenqualität sind. Während Bedürfnisse, da bin ich in Kontakt mit mir, da bin ich in Kontakt mit meinem Körper. Da kann ich so richtig ehrlich sein und sagen, ich brauche 8 Stunden Schlaf. Ja? Dann brauche ich 8 Stunden Schlaf, das Bedürfnis von mir ist okay. Ich mag hungrig nicht arbeiten. Ja, ich habe Hunger. Also werde ich zuerst das essen, bin ich ehrlich. Ich habe Sicherheitsbedürfnisse. Ich will ein Dach über dem Kopf. Ja, selbst in meinem Nomad Office möchte ich ein Dach über meinem Kopf. Selbst hier in diesem fernen Land strebe ich danach, einzelne Kontakte zu haben. Also ich entlarve mich dabei, immer bei der gleichen Tankstelle zu tanken, immer im gleichen Katzenfuttergeschäft, das Katzenfutter einzukaufen, beim gleichen Bäcker einzukaufen, weil ich da anfange, so ein soziales Netz zu knüpfen. Ja, merke ich, aha, ich habe das Bedürfnis, natürlich möchte ich auch andere Geschäfte entdecken, aber ich gehe jetzt diesem Bedürfnis nach und sage, ja, ich will ein soziales Netz, also mache ich mir eins. Kann ich ja überall wieder, ja. Und Wertschätzungsbedürfnisse, natürlich liebe ich es, wenn du mir sagst, danke, das war gut. Ja? Da bin auch ich nicht davor gefeit. Ich mag auch wertgeschätzt werden. Und dann gibt es natürlich noch die großen Bedürfnisse, die transzendenten, die kognitiven Bedürfnisse. Ich will was erkennen, ich will mich erkennen, ich will die Göttlichkeit in mir selbst erkennen. Ich möchte mich transformieren, transzendieren. Auch Dinge, wo ich ganz, ganz tief in Kontakt mit mir, meinem Wesenskern, meinem Selbst komme. Aber auch hier ist wirklich die Ehrlichkeit. Nur dann kann was passieren, was außerhalb der Umsetzung des Egos liegt. Habe ich das so korrekt mitgekriegt? Es kann, ich möchte, genau, so ist es. Und ich möchte noch was ergänzen. Es kann auch beispielsweise so etwas sein wie, und das ist ja gerade für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch sehr interessant, wenn es um Veränderung geht, wenn ich etwas mit mir selbst in Veränderung bringen will, bedeutet das ja in dem Moment immer, mich mit etwas Neuem in Verbindung zu bringen. Und es kann schon sein, bei dem Einstieg in etwas Neuem, was da zum Vorschein kommt, dass ich das im gleichen Moment mit einem Mangelbewusstsein, ich sag's jetzt mal erst so, in Verbindung bringe. Das heißt, da ist etwas, was mit mir einhergeht, das bringt dieses Neue in ein Mangelbewusstsein. Das heißt, dieses Neue hat es unglaublich schwierig, überhaupt erstmal präsent zu sein, denn es bekommt sofort so einen Touch von, da ist ein Mangel, der mit dem Neuen einhergeht. Und das kann ein Leben lang dauern, bis alleine das erkannt wird. Dieses, dass immer dann, wenn es um eine Veränderung, um eine
oder auch um eine Erweiterung in meinem Leben oder eben mit einer Umstellung in meinem Leben oder mit dem, was ich wirklich zum Ausdruck bringen will, dass immer in diesem Moment, wo dann auch etwas im Außen gespiegelt, gezeigt wird, sofort so ein Mangel damit einhergeht. Und das ist so genial manchmal versteckt, dass wir es selbst nicht erkennen. Und das bedeutet in dem Fall, wie wichtig das ist, mit diesem neuen Moment, der da kommt, wo ich etwas Neues entstehen lassen will, den positiven Gedanken zu akzeptieren. Also akzeptieren, den positiven Gedanken zu akzeptieren. Und dann kann ich ihn genießen. Mhm. Und dann kommt ein ganz anderer, dann kann ein anderer Fluss hineinkommen. Und dann sind wir bei dem, was wir, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, bei dem Verbindenden. Wir lenken den Fokus auf das Verbindende und das Trennende, also diese Angst oder dieser Mangel verlässt diesen Raum. Ja, also ich dir ein tolles Beispiel erzählen. Du weißt ja, ich bin hier 8 Kilometer vom Strand, das heißt, ich war keine Viertelstunde zum Meer und habe mich doch tatsächlich erwischt, wie ich, wo ich also gewohnheitsmäßiger Sauna- und Schwimmbadgänger war, dass ich echt so eine Bedürftigkeit gespürt habe nach Sauna und Schwimmbad und mich beschwert habe darüber, dass ich das hier in der Stadt nicht habe. Okay. Und übersehen habe, dass ich das gar nicht brauche, weil ich habe es mir vor der Nase, weil ich kann da auch jetzt reinspringen, wenn ich will, in diese ganz große Badewanne. Aber man hat so Dinge, da konstruiert man sich einen Mangel her, wo man sich nur ans Hirn langt, ne? Ganz klar, ich bin nicht in Finnland, ich brauche in Griechenland keine Sauna. Ja. Ja, und ergänzend, das ist ja auch wieder diese Neuorientierung, so wie mit dem Baum, was ich in dem zuvor gesagt hatte bei meinen Eltern, die das gar nicht gesehen haben, dass der Baum gefällt war, so mag es hier dann das Meer sein, das ja da ist und was noch nicht richtig erkannt ist. Ja. Und so geht es uns bei vielem Neuen, dass wir in diesem Neuen erstmal das noch gar nicht in dem Moment wahrnehmen können. Und wenn der Fokus dann auf dem Alten hängt, dann kann sich's schlecht herausbilden oder nicht so einfach herausbilden. Das ist ein wunderbarer Tipp für unsere Teilnehmer. Den Fokus vom Alten wegnehmen. Wenn ich einen Traum realisieren will, dann habe ich da was Neues. Das heißt, den Fokus nicht beim Alten lassen, sondern zum Neuen geben. Damit ist dann auch die Freude da und damit ist dann auch der Mangel weg. Oieieiei, jetzt kommen wir hier in eine Ebene, wo eine Katze versucht, den Computer zu entern. Oh, okay. Okay, es hat sich zurückgezogen. Es ist noch ein etwas unerzogener Welpe, okay, die Situationen noch nicht kennt, aber sich jetzt doch bemüßigt gefühlt hat, brav zu sein. Ich hoffe, dass es anhält. Man könnte auch sagen, der traut sich was. Ja, man kann auch sagen, der traut sich was, aber das glaube ich, hat er jetzt ein wenig überschätzt. Ja, das vielleicht noch. Ja, es ist dieses, der Fokus geht von dem weg von dem. Trennenden hin zu dem, was verbindend wirkt. Und in dem Moment, wo etwas verbindend wirkt, dann hört es eben auch auf, dass es sich vermischt, weil in diesem Trennenden, das hat auch immer so etwas Vermischendes. Und dann wird es unklar und komisch und das merkt, das spüren wir dann auch selbst bei uns. Immer wenn sich was so komisch anspürt bei uns selbst, dann scheint sich da was vermischen zu wollen. Und dann liegt auch der Fokus eher auf dem, was trennend ist. Ja, trennend hat also immer dieses, also so zeigt sich's bei mir, so ein komisches Gefühl, das mag ja bei jedem dann anders zum Vorschein kommen. Ja. Kenne ich durchweg auch. Also
Trennung macht ja furchtbar einsam, und wenn man furchtbar einsam ist, versucht man Gemeinsamkeiten festzumachen oder auch festzukrallen. Und dann kommt dieser Mischmasch rein, wo man die eigene Position der Einzigartigkeit verlässt, um sich irgendwie anzugleichen und irgendwie dabei zu sein, anstatt sich die Mühe zu machen, selbst zu sein und Verbindung aufzunehmen. Das ist ein gutes Beispiel, Mariana, auch noch dafür, warum es manchmal auch da in Vereinen oder in Ansammlungen dort, wo Menschen zu kommen, dann trotzdem nicht funktioniert. Denn wenn das nicht so erkannt wird, dann ist auch das Miteinander, wenn da nicht keine Veränderung stattfindet, dann wird sich da auch nichts tun. Dann kann sich das auch nicht verändern. Ja. Das heißt, so im Resümee von diesem kleinen Abschnitt erinnern wir unsere Teilnehmer einfach nochmal daran, Gefühle sind wie ein Blatt im Wind. Heute mag ich den, morgen mag ich den nicht. Das ist nicht, ist wechselhaft. Ich kann mit einer Atemtechnik ein negatives Gefühl innerhalb von 2 Minuten zu einem positiven machen. Das ist kein Problem, da müssen wir die Technik kennen. Aber was nicht beschummelbar ist, sind Bedürfnisse. Bedürfnisse sind etwas Nachhaltiges. Und wenn sich unsere Teilnehmer heute Gedanken machen über ihre Bedürfnisse, mal in Abgrenzung zu ihren Wünschen und in Abgrenzung zu ihren Träumen, dann haben sie mit ihren Bedürfnissen und der Anerkenntnis ihrer Bedürfnisse eine Basis. Eine Basis, von der aus ein ehrlicher Start in eine wunderbare Zukunft möglich ist. Ist das so für dich stimmig? Das ist stimmig, wieder mit dem und bitte nicht schummeln und mit dem Fokus hin auf das Verbindende. Das ist ja nun in Wirklichkeit dein Traum, aber natürlich ein sehr, sehr inspirierender Traum für ganz viele Menschen. Also, ich traue mich zu sagen, dass 95% aller Menschen, die ich kenne, einsam sind. Auch wenn sie in Beziehungen sind, sind sie auch da, wie wir beide wissen, oft gemeinsam einsamer, als es allein je sein kann. Es gibt dann noch ein Beispiel von einer Frau, die ich kennengelernt habe vor kurzem, die genau das, was du jetzt sagst, auch zum Ausdruck hatte. Sie lebt in einem Dorf und ist dort vollkommen isoliert, weil sie sich mit ihrer sich anbahnenden Gabe, die ja schon da ist. Sie arbeitet gerne in der Natur und verrichtet dort Dinge gemeinsam mit der Natur und traut sich mit dieser anbahnenden Gabe, die mehr und mehr zum Vorschein kommt, aber nicht mit anderen Menschen zusammen. Sie traut sich nicht, sich zu zeigen. Einem anderen Menschen zu zeigen, dass es ein tiefes Bedürfnis an der Stelle ist, mit dem es bei ihr einhergeht und dem sie sich selbst nicht mehr entziehen kann und doch auf der anderen Seite sich noch nicht traut, damit mit anderen Menschen zusammenzukommen. Und das macht es dann auch aus meiner Sicht so wichtig, was so im Laufe der Zeit verloren gegangen ist und wo sich die Menschen, die vielen Menschen nachsehen, wie du es ja schon da mit einer Zahl belegst, das ist diesen Hunger danach, dieses sich Sehnen danach, wieder angehört zu werden. Um sich zeigen zu dürfen. Ja, um sich zeigen zu dürfen. Also sprechen wir hiermit einfach nochmal all denjenigen, die was verändern wollen, den Mut zu, das auch zu tun. In der Zeit, die die eigene innere Reife braucht, in der Zeit, in der dann auch der göttliche Flow einsetzt und die ganze Sache mit unterstützt, und in der Zeit, die jemand braucht, um statt einem Gewaltakt eines Losreißens ein geordnetes Loslassen von was auch immer in sich zu erleben.
Und für sich selbst zu erkennen, dass es Menschen gibt, mit denen es möglich ist, dass ihnen selbst zugehört wird. Ja. Ja, sie werden auch dich als offenes Ohr finden. Wobei es natürlich auch andere offene Ohren gibt, aber du kannst ja schon dieser Bist. Ah, ich denke, wir werden da ganz bestimmt einiges an Tools, an Möglichkeiten zur Verfügung stellen können, damit auch Vertrauen geschehen kann. Ja. Was ja die Basis ist auch. Das, die Basis dafür, okay, mit dem sich anvertrauen, ist ja so ein erster Schritt. Also ohne den wird der erste Schritt vielleicht erst gar nicht getan. Ja. Das ist so der eine, die andere vielleicht spürt, okay, da ist ein Punkt, da kann ich mich vielleicht mal annähern. Also, keine Scheu, Mund aufmachen und erinnere mich daran, dass ich ein kleines Video noch mache für unsere Member-Plattform, wo ich über das kohärente Zuhören spreche, ein ganz einfaches Tool, das jedem die Möglichkeit gibt, anderen so zuzuhören, dass ich die andere Person wirklich habe und auch Lust habe, das Innerste passt. Und vielleicht entdecken sich ja auch viele Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, die selbst schon in der Veranlagung sind, das Bedürfnis zu haben, anderen Menschen zuzuhören. Wer weiß. Soll es geben. Okay, Klaus, ich danke dir. Wir haben, denke ich, das Thema der Bedürfnisse gut beleuchtet. Und sehen uns dann zum vierten Take wieder. Und bitte nicht schummeln. Bis dann. Ciao. Ciao.